Herr Vorsteher, werte Kolleginnen und Kollegen, am 1. Oktober 2020 befasste sich dieses Haus zum letzten Mal unter einem eigenen Tagesordnungspunkt mit dem Bahnhofsviertel. Passiert ist bis heute nichts, zumindest nicht zum Positiven. Die Zustände haben sich im Gegenteil immer weiter verschlimmert und ein bislang nie gekanntes Ausmaß angenommen, sodass das Bahnhofsviertel als Schandfleck von Frankfurt mittlerweile fester Bestandteil in der Medienberichterstattung geworden ist, weit über die Grenzen von Frankfurt hinaus. Die Verantwortlichen im grün-rot-gelb-violetten Magistrat, allen voran Oberbürgermeister Peter Feldmann, Gesundheitsdezernent Meyer und Ordnungsdezernentin Rinn, müssen sich fragen lassen, wie es so weit kommen konnte. Eine treffende Antwort darauf kommt direkt aus der Feder des ebenfalls Ende 2020 vom OB mit viel Wahlkampfgetöse plötzlich hervorgezauberten Peter Postleb, der jedoch nach der Kommunalwahl ebenso schnell wieder verschwand. Den Twitter-Beitrag, ich zitiere, was ist nur aus Frankfurt geworden? Das gesamte Gebiet großräumig um den Hauptbahnhof, Schmutz, Drogenhandel, offener Konsum, Kriminalität, Junkies im Drogendelir, Exkremente. Noch niemals zuvor sowas gesehen, wieso tun Sie nichts? Retweetet der Müllscheriff AD am 19. September 2022 mit folgender Anmerkung, ich zitiere ebenfalls, leider war uns sehr traurig, Mutlosigkeit und Versagen aller Verantwortlichen in einer Stadt ohne entschlossene Führungspersönlichkeit. Zitat Ende. Es sind nicht nur die Frankfurter Grünen, die eine Lösung des Problems blockieren. Die Partei, die neuerdings gar nicht genug Waffen in ein Kriegsgebiet geliefert sehen kann, will nämlich vor der eigenen Haustür unschöne Polizeieinsätze vermeiden. Und Gesundheitsminister Meyer treibt vorrangig die Sorge um, eine Gentrifizierung des Bahnhofsviertels zu vermeiden. SPD und FDP schrecken davor zurück, mit dem stärksten Koalitionspartner hierüber in Konflikt zu geraten. Und die mittlerweile oppositionelle CDU hat ein gewaltiges Glaubwürdigkeitsproblem, denn wenn sie heute die unhaltbaren Zustände im Bahnhofsviertel kritisiert, war sie doch über viele Jahre hinweg zusammen mit den Grünen im Römer in der Regierungsverantwortung. Viele Jahre, in denen die Missstände immer weiter eskalierten. Es verbietet sich weiterhin ideologisch verbrämt darüber zu philosophieren, wem das Bahnhofsviertel gehört, während dort die Verelendung immer weiter voranschreitet. Denn das Bahnhofsviertel gehört allen Menschen in Frankfurt und es ist die gemeinsame Aufgabe von Magistrat, Ordnungskräften, Justiz und Sozialarbeit, es in einen Zustand zu versetzen, der es auch tatsächlich wieder für alle verfügbar macht. Das bedeutet zugegebenermaßen einen enormen Kraftakt, aber der muss jetzt endlich energisch angepackt werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.